Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angry Birds Part Nummer 82. Puh, okay. Ich habe das Spiel irgendwie da immer nie in der Liste drin, deshalb habe ich es mir jetzt einfach mal in die Taskleiste gegeben und es funktioniert perfekt. Ja, wieso soll es ja nicht funktionieren, hm? So, das Bild seht ihr erst ein paar Sekunden später, weiß nicht warum. Sperren soll es ja nicht, oder? Sollte ich ein bisschen üben, dass ich ein bisschen lauter gedreht habe und trotzdem gescheiter reden kann? Weil ich drehe immer so leise, dass ich mich irgendwie super konzentrieren kann. Aber ich vergesse immer die Hälfte zu sagen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also. Tja. Zum Beispiel wollte ich sagen, dass wir schon wieder mitten im Februar sind. Dass die Zeit so schnell vergeht und so. Ah, ich weiß schon, was das für ein Level ist. Und deshalb vergesse ich auch immer zu sagen, weil ich den immer abgelenkt werde. Ja, gewissen Sachen. So, wir haben uns nochmal darauf geeinigt, dass wir den Level machen. Das wäre eine Möglichkeit, aber der bleibt stehen. Und Nackenschmerzen habe ich ein bisschen. Mein Arzt hat auch gesagt, er soll meine Nackenschmerzen auf die leichte Schulter nehmen, aber ich nehme jetzt trotzdem ein paar Dinge auf, weil heute ist er wieder fällig. Das ist der 6. Februar. Der Bart kommt hier noch raus heute. Ah, heute habe ich das alles gesagt. Mhm. Echt krass, was? Nicht? Tja. Beim früheren Internet hat es ja doch immer eine Zeit lang gedauert, bis die Parts oben waren. Und da wäre ich mir dann nicht so sicher, ob ich das Video heute noch gekommen wäre. Das ist schlecht. Die Musik ist schön, merke ich jetzt gerade, weil ich ein bisschen lauter gedreht habe. Aha. Also nicht für euch, ihr hört das immer noch genauso laut wie vorher. Ich hoffe da einfach immer, dass die Musik nicht zu laut ist oder so. Bei Bioshock ist ja, glaube ich, war der Ton ja doch ein bisschen zu leise eigentlich schon. Da müsstet ihr eigentlich auch was vom Spiel hören. Ah, schwierig. Da jemand eine gute. Einen guten Kompromiss zu finden. Dass ich ja laut genug bin und dass ihr auch die Geräusche vom Spiel laut genug hört, ohne dass die mich dann ein bisschen übertönen. Das ist ja, das ist. Vor allem kann man es ja testen, aber man weiß ja nie genau, was dann letztendlich im Part passiert. Im Spiel. Ob es nicht auch ein bisschen lauter wird, als man eigentlich angenommen hätte und so weiter und so fort. Muss man alles einberechnen, wenn man Let's Player ist. Man hat es halt nicht leicht. So, jetzt sind da vorne zumindest mal alle hin, nicht? Aber wie. Ich habe immer noch Probleme, diesen Level zu schaffen, ne? Weil der lebt da immer noch drinnen und ja, vielleicht stoßen wir da oben nicht einfach mal um. Probieren wir das mal. So. Sollte ja auch reichen. Okay, das haben wir, glaube ich, sogar schon probiert. Und es funktioniert ja, wie das aussieht. Jetzt müssen wir noch gerade da anschließen, damit das umblickt. Nächstes Mal probieren wir es dann zum Glück. Aber erst hier in diesem Versuch. Okay. Das war gut. Das war gut. In diesem Plan bin ich echt überzeugt. Jetzt ist sogar die Torte kaputt gegangen. Das hört man immer schön. Auch wenn man es nicht unbedingt sieht. Perfekt. Was hatte ich gehofft? So, als würde es nicht umfliegen, weil der Turm da noch steht und das so komisch angelehnt ist und so weiter und so fort. Da spielen echt viele Faktoren mit. Aber ich will nicht, dass sie mitspielen, ich mag die nicht. Ich will allein spielen. Ich soll nicht immer darum explodieren, aber ist eh egal. Ist eh egal, ja, das ist auf jeden Fall egal gerade. Och Mist, weil der da jetzt noch lebt. Jetzt brauchen wir noch zwei Vögel wahrscheinlich. Weil der wird das nicht schaffen. Nein. Okay, dann brauchen wir noch beide, aber wir schaffen den Level zumindest. Mal. Achso, wir haben den Level schon mal geschafft. Ehrlich. Achso. Ja, okay, aber so ähnlich. Machen wir es nochmal. Das sah richtig professionell aus, was ich da gemacht habe. Also ist der da hinten jetzt schon, wenn ich drauf geht. Großes Kino.
Ja. Ja, okay, ich dachte, das wird nix, aber es wird nix. Gut. Mhm. Nein. So mache ich bestimmt nicht weiter. Bestimmt nicht. Das ist schon eher. Das ist schon eher das. Was man für was mir gefällt. Ja. Yeah. Ich will noch nicht ganz zerfallen. Damit brauche ich auch nichts zufrieden sein. Das wird 100 pro nix. Was soll das werden? Also nix. Oh Gott, nicht so. Ah, die Torte ist ja schon gut. Das soll nicht so verrückt verlieren. Sonst geht das nicht. Geht das nicht. Das geht so einfach nicht. So fliegt's nicht um, wenn ich so daran schieß. So. Das Beste, das geht, aber dann ist das wieder so. Und das ist wieder alles für die Katz. So, ja. Mann. Mann, wird nix. Hab nix gesagt. Ich hab absolut nichts gesagt. Woher habt ihr das schon wieder? Neue Höchstpunktzahl! Bam! Puh! Das ist ja gar keine neue Höchstpunktzahl, Mann! Wenn ich glaube, dass es keine ist, ist es eine. Wenn ich glaube, dass es eine ist, ist es keine. Soll ich das wirklich noch? Muss ich das wirklich aussprechen? Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. Ja, ja, das vergisst nicht. Ja. Ja, that's what I'm talking about. Jetzt noch richtig weit schießen. That's what I'm talking about. Das ist einfach göttlich. Mist. Verdammt. Das war aber sehr gut. Das war aber das Beste, was je passiert ist hier in dem Level. Das war einsame Spitze. Ob ich das nochmal zusammenbekommen werde. Was habe ich eigentlich gemacht? Habe ich das jetzt angeschossen oder nicht? Ja, ich glaube, so ähnlich war es. Wenn da nicht alles drauf landen würde und alles aufhalten. Perfekt, fliegt trotzdem um. Das sollte eigentlich reichen, die alle zu erledigen. Ja, der fliegt runter. Perfekt, jetzt muss ich ihn einfach hochschießen. Danke, diesmal klappt's. Das war mein erster Versuch. Gut, der fliegt runter. Stirbt. Ich bekomme mehr Punkte als vorher. Verdammt. Nein! Nein! Zerbrich! Weiter.
Muss reichen, ich habe 1, 2, 3, 4, 8, 0 Punkte. Sieht gut aus. Weiter. Eine riesen TNT-Torte ist da hinten hier für uns angerichtet. Die werden wir uns auch gleich zu Leibe führen. Okay. Denn richtig. Nein! Also, das zoomt so blöd ran. Ich kann mich da überhaupt nicht konzentrieren. Gut. So, aber ja, ich kann mich da nicht wirklich konzentrieren. Boom. Torte geht auch noch auf, aber nicht. Sollte nicht so wichtig sein, glaube ich. Warum ist das ein einfacher Level? Ja, keine Ahnung. So. Ein Luftballon, der ist hier ja. Achso, ne, doch nicht. Sind die drei Luftballons. Okay, na dann ist es auf jeden Fall eine gewaltige. Zumindest die Party auf jeden Fall ein gewaltiger Erfolg. Es fällt drei Torten. Ah, ja. Ach, dort hätte ich aber auch gern. Würde ich wegessen wie nix. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber wir haben auch einen Vogel. Müssen wir den halt auch noch verbrauchen. Hm. Brauchen wir zwar nicht unbedingt. Aber. Nein. Aber. Mann, ist das doof. So. Ich denke nicht, dass das da liegen bleibt. Perfekt. So. Dann einmal da rein. Dann einmal da oben rein. Verdammt. Das habe ich eigentlich nicht gemeint, aber natürlich habe ich das gemeint. Doch, doch. Da meinte ich eigentlich. Klappt auch wieder wie im Schnürchen. Einmal. Hoch. Okay, geht hin. Zweimal. Und dran. Puh. So, genau. Das ist perfekt. Also geht's nicht. Heute explodieren natürlich auch noch. Was war das? Okay, naja. Torte brauchen wir nicht. Weichern. Wahnsinn. Freu mich. Was haben wir denn hier? Mehr Luftballons. 6 an der Zahl. Cool. Dieser Party wäre ich gerne eingeladen. 6 Luftballons. Ah, normal. Das sind alles so Levels, wo 5000 Steine dann runterfallen und alles zerbrechen, in Schutt und Asche legen. Und wenn man 3 Steine kriegen, hast du da eine Level davor, der war ziemlich komisch. Im Gegensatz zu dem da. War der ja richtig lahm. So, da ist einer hier, der Superkönig, hier mit dem Dingshut natürlich mal wieder. Dann mit dem Tortenhut. Ich glaube, ich schieße einfach alle von vorne rein. Perfekt, da reingeschossen und so. Dann muss ich da hinten wegräumen, damit ich den Turm umschmeißen kann. Ich bin jetzt gerade von uns hingekommen. Was könnten die Entwickler wollen, dass man das so macht? Bam! So. Okay, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Okay, jetzt sind wir da, glaube ich, hängen geblieben. Ich schieb's einfach mal darauf, dass wir hängen geblieben sind.
Das reicht. Schafft, würde ich sagen. Zu hoch, würde ich sagen. Ja, zu hoch. Gar nicht so prickelnd. Dann noch da ran schießen. Da. Wir wollen nicht, dass auf das was kommt. Ne, dann müsste das auch weg sein vielleicht. So, das machen wir es mal richtig. So wie es mir von Anfang an dachte, es gehört. Natürlich. So, den da rein hinten. Dann den nächsten da rein hinten. Dass wir dann vielleicht mit dem den Turm umschmeißen können. Vielleicht. Nein. Ich glaube, das geht besser. Also der Glasdings ist bis dahin geflogen. Ja, das geht definitiv besser als das. Jetzt gerade besser. Hätte das nämlich Holz. Es scheint mir, als wollte das Spiel, dass ich da reinschieße. Ach so. Was kannst du hier aufgehen? Ach so. Ja, jetzt hätte ich mal vorher machen. Ich habe jetzt was machen wollen. Ja. Das Partyboot ist hier und dann ist auch fit hier. So. Aber das Partyboot wird gleich nicht mehr. Schwimmen. Schwimmen. Seht ihr? Es geht unter wie eine Eins. Gut, vielleicht sollte ich mit dem hier erstmal so machen. Oder was? Was habe ich mir jetzt gedacht? Genau, da wollte ich hin. Das ist die Entdeckung gleich. Genau. Und dann ist das Boot hier von hier aus zerstören, von hier hinten. Ja, nee, vielleicht. Naja, wir haben leider nicht so viel Vögel zur Verfügung. Vielleicht umbringen. Gar nicht umbringen. Okay. Nein! Achso. Das reicht bezweifellich, weil das TNT und so und das ist alles kaputt geworden letztens. Ja, nee, das geht sich nie im Leben aus. Dachte ich mir schon. So, ja, noch 100 Mal mehr Schaden. Nicht sogar 1000 Mal mehr. Nichts kaputt, okay. Mach trotzdem so. Und dann so. Schade. Ob es denn so geht. Reicht das? Nein, was? Hm.
sieht ja sehr gut aus, eigentlich. Das reicht nicht. Das ist sehr gut ausschaut. Also mir reicht das. Ja, definitiv. Definitiv. Nein. So, das war gescheit umfliegt hier. Was ja jetzt gerade nicht so der Fall ist. So, ich gehe einfach mal da drüber. Ja, Punkte technisch sind wir hier auf jeden Fall ganz weit vorn. Der nächste 3-Sterne-Level. Wir haben noch ein bisschen, ne, eigentlich wollte ich ja genau 20 Minuten machen früher. Ich glaube, das habe ich irgendwie auf 22 Minuten verlängert. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall haben wir schon ziemlich viele Levels geschafft. Ich bin hier gar nicht in der Mitte. Okay, gerade. Bin ich dann die ganze Zeit so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall bin ich auch ziemlich dunkel und so. Vielleicht. Nö, nee, es hilft auch nichts. Okay, ja, dann bin ich halt dunkel. Was soll ich machen? Ja, hab ich auf jeden Fall gesehen, glaube ich. Und wir sind von hier bis hier gekommen. Das finde ich schon mal echt schnurknurke und so. So, 4, 2, okay, das sind nur die Geburtstage. Ja, ja, kennen wir das. So, gut, dann freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich gebe einen Daumen hoch, falls er euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Pio Mark. Ciao, danke fürs Zuschauen und ciao. Hab ich schon gesagt.